Auf zum lustigen Fressen und gefressen werden. Nach Ansicht des Bezirksverwalters Chuck Hucklebridge kann der Mangel an Effektivität von einzelnen technokratischen Lösungen hier nur mit weiteren einzelnen technokratischen Lösungen behoben werden. Schall breitet sich im Wasser 4,5-mal schneller aus, was sowohl für Jäger als auch für die Beute vorteilhaft ist.
Licht auf alle Fälle. Oh, mal gucken, ob das mit dem Level 15er auch so einfach wird. Zweiter Anlauf auf das Krokodil. Also geht doch.
Das ging ja nicht. Könnten wir jetzt eigentlich hier weitermachen. Wie man sehen kann, waren routinemäßige Mikropraktiken des Risikomanagements nicht wirklich hilfreich bei der Reinigung dieses Gebiets. Da fehlt noch ein bisschen was und da fehlt auch noch reichlich. Ja, wo geht's denn da rein? Das Gitter auf alle Fälle nicht. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Sehr gesund hier aus. Tja, wo war der Eingang hierzu? Giftmüll.
Vielleicht hier? Sieht doch gut aus, wie ein Eingang. Die Einheimischen hier kennen jeden Winkel des Sumpfes. Ach, das war der Durchgang. Das war nicht so gut, aber hier war irgendwo doch noch ein Eingang dann. Aussichten wie diese können den Glauben an endlosen Fortschritt und Entwicklung gehörig auf die Probe stellen. Hier, ne? Das sieht doch gut aus. Einige Zackenbarsche haben sich in der Nähe der ausgedienten nuklearen Kühltürme niedergelassen. Eine tolle Gelegenheit für den Hai, um auszuprobieren, ob Gammastrahlen wirklich Superkräfte verleihen. Einen Trick geben. Diese Alligatoren sein müssen.
war der Ausgang, den brauche ich nicht. Ja, super. Was ist das denn hier für ein Käse? Der Barracuda wird von Menschen nicht als kommerzieller Fisch genutzt, aber Bullenhaie fressen fast alles. Werden oft als Kudas bezeichnet. Aber ich lehne es ab, mich mit schlangengesichtigen Meereschenfressern zu verkumpeln. Man kann sagen, dass dieser Bullenhai lediglich eine evolutionäre Funktion erfüllt. Stark genug. Was übersehen wir für die Kiste? Und das war ja nur der zweite Eingang, oder?
alles totgebissen hier. Und finden den Weg zur Truhe nicht. Das mit der Kiste ist doch nur ein schlechter Scherz, oder? Hallo? Oh, da ist er ja. Ja, ich rätsel gerade, wie ich an eine blöde Kiste komme, aber keine Chance. Welche? Im Übergang von von Level 1 zu Level 2, also da musst du durch die Rohre schwimmen und dann wird dir immer über dir, unter dir, neben dir so schöne Kiste angezeigt, aber du kommst nicht hin. Ich habe jetzt schon alle Barracudas getötet, alles an Krokodilen, was hier in den Kanälen rumschwimmen, damit ich mich mal in Ruhe umgucken kann. Aber meinst du, ich finde einen Durchgang zu dieser dämlichen Kiste? Ich muss erstmal gucken, wo die Kiste ist. Die meinst du da oben? Ja, die da. Und ich bin, warte. Mach mal die Karte auf. Die da. Also ich bin hier irgendwo, da sind zwei Rohre, da kann man reinschwimmen. Und dann ganz am Ende kommst du hier hin, dann springst du aus so einem Rohr raus, ne? Mhm. Aber die muss ja theoretisch dazugehören. Ups. Könnte, ja, so wie das aussieht, ist ja auf jeden Fall noch eine Etage tiefer. Das heißt, es muss irgendwo ein Rohr sein, wo du nach unten schwimmst. Ja, da komme ich ja her, warte. Also hier ist ein Rohr, da komme ich ja her. Hier geht's ja runter. Mhm. Warte. Oh, dann gibt's noch eine Kurve. Naja. So, jetzt bin ich wieder hier unten. Und jetzt wäre die Kiste 20 Meter über mir. So, und von hier aus habe ich nämlich nur noch die Chance, rauszuschwimmen, ne? Rauszuschwimmen, genau. Nee, über die kannst du auch nach oben. Habe ich doch gesehen. Ja, da komme ich ja her gerade. Also hier kann ich wieder raus. Nee. Du bist da aus das Loch gekommen. Du kannst ja hier oben über dir auch noch hoch schwimmen. Ja, da ist ja auch noch. Kann ich auch. Geh mal hoch. So. Und jetzt einmal scannen. Warte, wo ist jetzt? Ist die Kiste wieder unter mir? Da. 35 Meter unter mir. So, und hier ist nur. Hier komme ich ja nicht durch. Ich glaube, das ist auch gar kein Durchgang. Mhm. Einzige, was sein kann, dass es noch einen anderen Eingang gibt. Ja, eben. Hatte ich mir auch schon überlegt. Aber es könnte, muss ja irgendwo hier sein, wenn du hier runterschwimmst. Ja. Also da muss ja irgendwo was sein. Hier war der Doppeleingang. Da ist noch ein Barracuda, okay. So, ich wüsste auch nicht, wo man hier noch... Nervenlangende Barracudas, ne? Die lassen sich irgendwann in Ruhe. Ja, ja, irgendwann schon, aber im Moment meinen sie noch. Also ich habe gerade das Level 15 Krokodil ohne Probleme gekillt. Ich habe mir einfach die Beine abgebissen. Und dann war Schluss mit lustig. Auch die großen Tiere, so wie ein Orca und Pottwall und so, da tust du ja auch irgendwann so zubeißen, dass da verkrüppelt ist. Ja.
jetzt ist Ruhe hier. Warte mal, ich schalte mal eben die Kiste nochmal auf. Habe ich es jetzt? Nein. So, wo ist es jetzt? Müsste ja hier irgendwo. Da unten. Einfach die Scan-Taste drücken, ich sehe sie nämlich nicht. Hier geradeaus, ja. Da wäre sie. Okay, so. Rechts ist meine Felswand, das sieht man. Und an der Stelle ist ja hier nur Land. Ja, da kommst du auch nicht drauf. Ne, dann kannst du es nur wirklich in den Untergrund da machen. Es kann auch sein, dass eventuell diese Kiste nicht in diesen Untergrund zu kriegen sind, sondern von der rechten Seite aus. Meinst du da hier, dass es dann rückwärts geht? Ne, wenn du die Karte offen hast. Du hast ja auf der rechten Seite noch zwei diese Gitter da. Ah ja, das kann halt, naja, gut, dass das ich von kann da zukommen kann. Oder von etwas weiter links, dass da irgendwo der Eingang ist. Das ist natürlich auch noch möglich. Wie gesagt, achso, ich wollte jetzt gucken. Jetzt habe ich hier gerade alles. Jetzt gehe ich doch nochmal in den Untergrund. Jetzt habe ich gerade alles so schön hier platt gemacht. Hier war ja noch ein zweiter Eingang. So. Sonst muss ich den Spiel nämlich auch mal anmachen und mal nachgucken, wo das war. Oh, jetzt sag nicht, das Krokodil ist wieder da. Nein, nein, das sind Wels. Achso, doch. Ja, der ist schon wieder respawned. Wels schon wieder runter. Ich war nämlich gerade so schön hier alles frei gehabt. Ja, die kommen nach einer Zeit wieder. Ja, damit ich mal in Ruhe gucken konnte, aber. Jetzt ist die Kiste schon da unten irgendwo. Jetzt springen wir mal einfach raus. Das war nämlich am Anfang, um hier rüber zu kommen, irgendwie. Und hier kannst du wieder runter. Ja, aber hier habe ich jetzt wenigstens. Du kannst gucken, scan mal. Ja, irgendwie glaube ich hier, das ist neu. Mann! Ja. Ja, der Alligator meint es. Ja, ja, das Schild habe ich ja erwischt, aber jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich. Jetzt eine Kiste. Jawohl, geht doch. War doch ein der Abgang, einsame Jäger den ich noch nicht über hatte. Eine weitere Nahrungsquelle. Das hat sich mit dem Alligator gemacht. Ja, aber jetzt habe ich ganz schön Federn gelassen. Der hat mich nämlich ein paar Mal böse erwischt, wo ich nicht aufgepasst habe. Das könnte auch erklären, warum da auf einmal ein Alligator war. Vielleicht war das der, den ich dann übergelassen hatte, weil ich den Punkt noch nicht gesehen hatte. Wirklich. Weil die Nahrung ist hier nämlich auch komplett raus aus den Rohren. Gut, aber jetzt habe ich ja sowohl das Schild als auch den Alligator. Das war ein gutes Schild noch nicht, weil es eine kurze Videosequenz. Ja. Normalerweise war total süß. Da haben sie irgend so ein Skelettpärchen gehabt und dann sagen sie ja, die beiden ziehen auch nach ihrem Tod noch die Selfie-Touristen an und sowas. Fress noch mal ein paar Wälze, dann haben wir wieder Energie. Manchmal helfen die ein bisschen den Tod hinaus. Ja, ja. Hier darfst du auch nicht reinschwimmen, habe ich schon gemerkt. Wenn du da reinschwimmst, dann wirst du direkt gerüstet. Ja. Aber ganz toll hier. Überall ein nuklearer Abfall und was weiß ich nicht, Genabfall. Na komm, zeig mir schon. Wo ist der Hai? Wo ist der Alligator? Da ist er. Ich wusste doch. Kriegt das Fressen hier nicht umsonst. Ja, das ist natürlich assi, wenn da sofort ein zweiter und ein dritter noch bei ist. Ja.
Wobei, ich muss ja nur 8 von diesen Zackenbarschen mir holen. Hm. Aber das ist echt kacke. Ich meine, ich habe vorhin auch gerade 2 Alligatoren auf einmal platt gemacht, aber es ist arschig. Und dann noch Barracudas dabei, also sollen die Krokodile noch die Viecher fressen? Ja, die KI, die Krokodile zum Beispiel, also die großen Tiere haben alle so ein Skill drin, dass die kleinen Viecher ignorieren. Naja. Kriegst du später auch. Und das macht auf jeden Fall alles ein bisschen einfacher. Ist ja auch kein Problem. Jetzt mache ich halt eben die Alligatoren eben vorbeischwimmen alle. Oder auch nicht. Solange es hier genug zu fressen gibt, kann ich mich mit den Alligatoren ruhig anlegen. Da ist das gar nicht das Problem. Also ausweichen. Oh, da ist noch ein dritter Alligator. Jetzt ist es aber lächerlich. Bin ich hier Godzilla? Ja. Megalodon. Ja, noch nicht. Das gut einfach so rumschwimmen und der Hai erweist sich als ebenso glitschig wie tödlich. Und dann im Vorbeischwimmen immer den Alligatoren ein mitgeben. Hier zum Beispiel von hinten, das mag ich besonders. Und du allein komplett zu Hause? Ja, im Moment schon. Also nee, Luca ist noch da. Na. Phasmo hat auch schon wieder ein Update gehabt. Ein ja, kleines. Ein kleines 15, irgendwas. Bei mir waren 20, aber... Oder 20, ja. Aber wenn so eine Bugfixes kommen, sein, um dem brutalen Schlag des Barracudas auszuweichen. Alligatoren sich ständig wieder. Hm, nee, der ist gleich platt. Weit von den Ort wegschwimmst du auf jeden Fall. Ja, ich bleib ja extra hier in der Nähe. Also, die sind wahrscheinlich so viele. Also ich habe nur immer, du hast immer den Eindruck, dass die noch Full Life haben. Das sind einfach nur so viele, die hier rumschwimmen. Den einen habe ich nämlich gleich. Der hat keinen, der hat nämlich der hat mir schon keine Beine mehr. Hallo, du kleine Seeschlange. Ah, wo ist er denn? Ja, und das sind zu viele hier, aber wenn du einmal so die Population ein bisschen reduziert hast, ne? Der hing in der Wand fest. Also den, den du kurz vertot hast, der hängt da an der Hauswand fest. Ja, der kommt nicht mehr weg. Ah, siehst du, da ist nämlich noch einer. Ich wollte doch sagen, hier sind doch mehr wie einer. Erstmal diesen Scheiß machen. Ja. Ich glaube, der Alligator hat gelitten jetzt. Ein Zackenbarsch musst du noch, dann hast du alles erledigt. Ja. Da, guck, da ist der halbtote Alligator schon wieder.
Einen haben wir erledigt. Habe ich auch erwischt. Mal der eine Alligator, der ist doch eigentlich auch schon tot. Erstaunlich, wie die Viecher ohne Beine noch schwimmen können. Körperreflexe halt. Und die schwimmen ja nicht mit dem Bein, sondern mit den Flossen. Ja, ich weiß. Also sprich mit dem Schwanz. Das Problem ist einfach, jetzt hab ich. Da sind so viele Barracudas dazwischen. Dass du die Alligatoren nicht getroffen hast. So, aber. Jetzt schön zu viel Nahrung. Selbst für ein perfekt angepasstes Raubtier ist die Sicht unter Wasser auf einige Meter beschränkt. Langsam aber persönlich hier. Füreinander genauso gefährlich wie für Schwimmer. Jetzt versteckt er sich hinter der Hauswand. Komm raus. So. Und noch ein Alligator. Noch ein Alligator. Nö, das waren so viele hier. Das war ja das Problem. Aber ich habe zwei Alligatoren und ganz viele Barracudas platt gemacht. Am besten die Gegend scannen über B und dann siehst du ja, wo dein eigentliches Ziel ist. Ja, da vorne, wo der eine Alligator noch rumschwimmt. Aber der ist jetzt kein Problem mehr. Ja, ich zeig mal aus der Klauen und dann einfach weiter. Level 8 erreicht. So, du hast jetzt Level 10, müsstest du spätestens in deiner Grotte dich ja einmal weiterentwickeln. Dann wirst du größer. Ja. Mit 5 hast du deine ersten Waffen, glaube ich. Ja, genau. Ich bin jetzt Teenager, wie man so schön sagt. Ja, irgendwie mussten sie das ja kategorisieren, kann ich ja verstehen. Ich hab gesehen, ein Tor kannst du zum Beispiel kaputt machen. Nee, das ist aber für ausgewachsen. Ah, okay. Oh, und so. Da sehe ich schon, dahinter ist ein Noch nicht entdeckt, da kommen wir ja nicht rein. Kommst also noch nicht hin, genau. Erst mit Level 10 wahrscheinlich. Die müsste das, glaube ich, sein. Oder was, 15, ich weiß, das ist nicht irgendwie so. Irgendwie sowas. Dann haben wir jetzt mal Spaß mit Menschen. Ich glaube, das sind Menschen. Hm. Auf dem Weg dahin. Und da kannst du wahrscheinlich das eine Schild einsammeln, wenn ich mich recht erinnere. Aber da musst du drüber springen. Und Anlauf nehmen und App. Jetzt. Bin ja schon drüben. Aber ich hätte auch einfach zur Grotte eine Schnellreise machen können. Ah, okay, das Schild ist oben auf der Brücke. Der Hai kehrt in die Grotte zurück, um sich auf seinen persönlichen Wandel zu konzentrieren. So, wie sieht's denn jetzt aus? Haben wir schon was? Ja, guck mal, das Sonar kann ich ausbauen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
Oder? Doch. Auswählen. Du hast du doch. Y-Taste ist oben. Ah, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, guck mal, Stufe 4, dann haben wir schon mal die zweithöchste Stufe erreicht. So, und jetzt brauche ich nochmals 12.000, um es nochmal auszubauen. Also 10.000 muss ich noch sammeln. Ja, sehr schön. Plus 300 Reifert. Ja, das ist wichtig, damit du die ganzen Sachen mitkriegst. So, was ist hier mit 12.000? Da fehlen mir noch 800. Das ist ja auch ein Klacks. So, jetzt kommt die einfache Mission, frisst 10 Menschen. Der beschäftigt sich auch ständig mit Kleinvieh. Mit Kleinvieh, sowas wie Alligatoren und sowas. Die werden sich noch Menschen, nur die Jäger. Also ich habe immer gemacht beim Schwimmen immer zwischendurch dieses Sonar, dieses Scan, um einfach, wenn doch irgendwo was verdeckt ist, das aufzudecken. Das war eigentlich eine ziemlich clevere Art. Ups. Okay, die Leute hoffen. Alles klar. Hey, der ist dick. Oh. Der andere ist dick, genau, den kannst du fressen. Hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Haie haben über die Jahre gelernt, dass alles, was über den Bootsrand fällt, Nahrung ist. Menschen inbegriffen. Also ich habe mir die Mühe meistens gar nicht gemacht. Trotz Begriffen wie Kredithai und Haiku vergeben echte Haie weder Kredite, noch sind die Experten im Verfassen japanischer Gedichte. Dass ich auf das Boot draufgekommen bin, oder was? Nein, als Tiger hast du Vorteil, dass du ein bisschen schneller bist als normal. Ja. Bullenhaie zeigen eine bemerkenswerte Furchtlosigkeit, wenn sie sich Port Clovis rächt sich an dem Haiweibchen, in dem der Ort einige seiner meist geächteten Bürger auf die Jagd schickt. Jetzt heißt es, dass man versteckt. Als Taucher unter Wasser ich weiß, es ist möglich, dass die grobe Haut dieses Hais eines Tages das war aber ein bisschen zu optimistisch jetzt. Brieftasche mit Diebstahlschutz sein wird. Hier ist es schwierig, den Einfluss des Menschen auf die Natur zu übersehen. Ich muss noch üben, wie ich am besten aus dem Wasser hier diesen hier und dann zuschnappe. Ja, den Zuschnapper. Das Problem ist, du musst ja 10 Menschen fressen, dann kommen die Jäger. Naja. Da habe ich zum Beispiel ganz einfach gemacht, die Menschen, die als auf dem Haufen angesehen werden, ist ja am Strand meistens. Ich. Draufspringen, hinfressen und zum nächsten hinspringen. Ja, siehst du, ich habe mich mit den ganzen. Oh, warte mal, da war ein Albino. Nö, brauchen jetzt keinen Alligator. Ist ja nur einer. Ja, da ist der zweite. Ich könnte heute wieder den Pokémon Go fangen, ne? Hm? Was könntest du machen? Lugia könnte ich aktuell jetzt einen Pokémon Go fangen. Ah, das ist cool. Ja, nur Isabella ist gerade beim Training. Ja. Luca will den ja unbedingt haben. Ich hab noch meinen allerersten Lugia, den habe ich sogar noch. Und zwar nicht in Pokémon Go, sondern noch in Pokémon Silber. Hab ich sogar hier rumliegen. Und Pokémon Gold habe ich auch noch. Nur ist halt nicht mehr. Die ist irgendwie abhanden gekommen. Ich war ja wirklich am Überlegen, ob ich die Switch ja verkaufe, ne? Aber aktuell
Es ist aktuell an der Switch, da reizt mich im Endeffekt nicht mehr viel, außer vielleicht das die vierte Generation von Pokémon. Aber das war's dann auch schon, ne? Es sind kaum Spiele, die sich auf der Nintendo Switch eigentlich lohnen. Hai gegen Delfin. Also von meinem Geschmack her, ne? Orca gegen Riesenkindenfisch. Dadurch, dass ich zum Beispiel Boot gegen Pfeiler. Wenn es um Überlegenheit geht, ist der Wettbewerb meist tödlich und hat als Hauptgewinn das Überleben. Dadurch, dass ich ja Mario Golf und all solche Sachen habe, die kriegst du nur auf der Switch, ne? Ja, klar. Aktuell gibt es ja bei Amazon und Saturn und MediaMarkt ja diese Option. Nimm dir drei Spiele und bezahl nur zwei oder sowas. Ja. Bezahlst aber auch immer noch 111 Euro meistens. Ja, die zwei Spiele, das ist die Spiele Geld. Werden halt eben einfach nicht billiger. Richtig. Da muss Nintendo echt mal bei den Hauptspielen mal ein bisschen entgegenkommen. Das hungrige Raubtier empfindet den Wels als knusprig, 10% oder so. Die Leute, die kaufen sich das nicht. Die können sich das nicht leisten auf der Dauer. Eine Kiste links. Auf den Rohren. Ja. Die solltest du auf jeden Fall mitnehmen. Felix super hoch. Der Appetit dieses Hais ist fast unersättlich. So, dann müssten ja die ganzen Ziele da hinten sein, genau. Ja, wie gesagt, und dann Monster Hunter noch, aber das Problem ist, dann brauchst du ja auch wieder den Online-Zugang dafür, ne? Genau. Diesen Online-Zwang halt, ne? Den man dann braucht, um die Spiele dann online spielen zu können mit seinen Freunden. Verstehe ich auch nicht. Geht da auf dem PC auch, ohne. Du brauchst halt effektiv nur Internetanschluss. Den hast du, weil du den ja sowieso monatlich bezahlst. Ja, PlayStation ist damit ja irgendwann mal angefangen mit den PSN-Accounts. Und Nintendo und so haben ja damit gezogen. Genau wie die Xbox und so. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Man muss 3 Stunden trainieren und 8 Dollar bezahlen, um ein offizieller Haifischjäger zu werden. Einfach, dass sie, aber ne, nur wenige Dauer Leute interessieren sich für die Formalitäten. Weil die verdienen ja nicht durch den Online-Zwang einzig Geld, sondern durch die Spiele. Ja. Ich bin quasi ein Stammgast bei Flamingo Joe's. Das heißt, es sei eine Touristenfalle, aber es ist der einzige Ort, an dem ich noch bedient werde. Und an dem man einen anständigen Cesarec bekommt. Am besten irgendwie unter Rohre verstecken oder so, so dass sie dich nicht kriegen. Als Jäger geht das ja, nicht als Mensch. Ja, die Menschen habe ich ja fertig, ich will die Jäger fertig machen. Ja, aber da steht Zuvögel, frisst 10 Menschen. Hast du eine weitere Aufgabe? Manchmal kriegst du noch den falschen Knopf, ne, wenn du versuchst wegzuschwimmen. Ja. Ja, ich weiß so, wenn du extrem viele Jäger holst. Ist hart. Oder besser gesagt, die Suche da oben, ne, wenn du Stufe 8 hast, sind sie nur stärker, nicht viele in dem Moment meistens. Ja, aber wenn du lange angreifst, dann kriegst du ja hier diese Spezialjäger, der kommt ja dann irgendwann zum Beispiel hier, ne? Ja, wie gesagt, ich habe durchgehend Stufe 8. Ja, es geht ja darum, ja, genau, nur vielleicht ein bisschen stärker werden, noch, du musst ja die Niedertracht erhöhen. Hast du überhaupt schon andere Körperteile vom Hai freigeschaltet? Nö, das ist ja das Problem. Could be looking right at me.
Ist das nur die Suche? Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Noch nicht entdeckt, das ist klar. Diese Aufgaben zum Beispiel mit der Haiflosse oder mit den Ausrufezeichen, da kannst du dann teilweise auch neue Körperteile freischalten. Ja, bin ja dabei. Ja, was wollen sie denn von mir? Richtig Lust auf Landstreicher, Entsorgungsparadies, Mafia. Das Problem ist, ja? Ich soll in der Richtung mein nächstes... Das ist hier die Insel, vor dir. Ja. Weißt du mal, dass ich diesen scheiß Alligator jetzt mal so gar nicht gebrauchen kann? Ich sehe es schon. Ein Hai auf der Pirsch wirkt anmutig und wird scheinbar von äußeren Kräften gesteuert. Irgendwann hast du ja auch keinen Bock mehr, ständig Alligatoren kaputt zu machen. Ja, ja, klar. Wobei, im Moment brauche ich sie noch, muss ich ja auch. Aktuell hast du die Alligatoren. Später wird es dann halt der Orca sein oder der Pottwal. Ja, weil, richtig. Weil die dich die sehen, schwimmen sie auf dich sofort los. Und dann aber... Oh, ich habe das erste Mal, glaube ich, ein Krokodil wirklich seitlich zu beißen gekriegt, dass ich es hätte zappeln lassen können. Hey, mein Fressen schwimmt schon im Wasser. Der ist schon tot. Ja, kurz vor tot. Es ist aber echt neu, dass ich jetzt Alligatoren seitlich packen kann, um die zu schütteln. Ja, das ist stärker geworden. Umso stärker du wirst, umso kräftiger wirst du auf die Alligator. Deine Tochter hat das Spiel schon gesehen? Hast du geguckt? Ja. Oh, Albino. Ein Albino. Ja, den nehmen wir doch mit. Ein Albino wird garantiert gefressen. Boah. Da haut das Ding. Oh, das war wichtig, Mutagene. Sag mal, habe ich den Alligator jetzt sofort ganz aufgefressen, ohne dass ich die einzelnen Stücke noch fressen muss? Scanne einfach mal. Wenn du scannst, dann siehst du es. Ja, ich sehe aber hier nichts mehr rumliegen. Ne, aber links hast du da einen Alligator. Das ist ein Albino-Alligator da hinten. Oh, scheiße. Ja, ich aber Mutagene. Ja, ich weiß. Ja, auf der Seite ist... Genau, da musst du dann da unten reinschauen. Mal gucken, hat er das jetzt auf... Ups. Na. Hat das jetzt... Also im Endeffekt musst du dir vorstellen, Schnellschwimmen ist die bremste Taste, wie beim Autorennen, und die Taste, die da drüber, das ist, ne? Ja, das habe ich ja. So, Level 13, oder? Das ist wohl. Warte mal, hier ist ein Krokodil und links war auch noch was. Da habe ich nämlich auch was gesehen. Da war früher war hier auch noch. Ja, irgendwo auf jeden Fall war hier noch ein zweiter Albino. Hier ist noch ein anderer Albino in der Nähe. Ich habe das nur durch Zufall gesehen, weil du gescannt hattest. Am besten kriegt man Krokodile seitlich zu packen, das ist schon klar. Ah, da ist der zweite Alligator. Den will ich mir jetzt nicht nehmen. Oh, das sollte fast was. Ja, ich bin dabei.
Der Bullenhai mag zwar gerade fressen, aber später könnte er den Mageninhalt wieder ausstoßen, um einem Raubtier zu entkommen. Erstmal die Sekundärfeinde loswerden. Wo ist er hin? Da oben ist ein Albino, ein kleiner. Krokodil ist rechts. Und über dir war auf jeden Fall auch ein Albino. Genau. Ein Barracuda Albino. So, und jetzt von dir aus links. Jetzt rechts. Krokodil ist nämlich weiter rechts gewesen. Ja, irgendwo hier war's. Ja, der ist ja auch in Bewegung. Na komm schon raus, wo bist du? In der Richtung. Das ist halt mal 5 Sekunden verzögert, bevor ich das sage. Ja, ja. Ah, da ist er. Okay, das ist noch ein Albino Barracuda. Nochmal irgendwas. Also ich weiß, das letzte Mal habe ich den gesehen, nicht zum Gitter hin, sondern vom Gitter weggeschwommen. Ja, guck mal. Dann die Scant hast. Das war hier irgendwo in der Nähe auf jeden Fall. Manchmal gibt es ja auch die Situation, dass er halt die spawnt, ne? Das gibt's ja auch. Ja, das wird auch wahrscheinlich hier passiert sein. Oder ich habe ihn wirklich zufällig schon erwischt. Ne, ne, ne. In der Zeit, wo du nach dem Krokodil geguckt hast, bist du auf den Albino Barracuda gegangen, wie er dich angegriffen hat. Ja, da waren zwei Stück, aber ich finde ihn jetzt nicht wieder. Der wird wahrscheinlich weg sein jetzt. Ja, wahrscheinlich. Gibt ja. Schlimmeres. Schade, ja. Na, dann schwimmst du erstmal im Gitter rein, wach? Jo. Dass du in kurzer Zeit schon auf Level 10 fast bist. Hier sind die ganzen normalen Alligatoren. Ja, die sind jetzt wie gesagt schon rutscht. Die sind ja neu gespawnt alle wieder. Da, Moment. Ach, das war wieder Barracudas. Das sind heiß alle hier ein, alles Fresser, was da alles im Magen drin landet, ne? Ja. Ja gut, wir Menschen tun ja auch alles verseuchen, ne? Dass da Plastik im Magen drin ist und so, das ist eigentlich klar. Nur mal ganz abgesehen davon, wenn die die Menschen wenn die Mafia da Menschen ins Wasser wirft und sowas und in heilverseuchten Sachen, dass die anfüttern, ist doch klar. Richtig, aber die Menschen haben nicht gezählt, dass du Bescheid weißt. Ja, habe ich auch gesehen. Mal gucken, was hier wieder für... Oh, hier sind auf jeden Fall zwei Sachen. Einer ist rechts und einer ist links. Auf den linken schon zugehört dazu. Oh, du kannst ja hier... Links geht raus, rechts geht's weiter. Ja.
Oh, hier muss man als Erwachsener weitermachen. Ja, okay. Oh, du hast ja so solche Panzerflasche, die du kümmerst. Ja, zwei Krokodile, beide in den Abschluss vor. Barakuya schwimmt auch noch. Boah, der Krokodil hat dich aber jetzt hart erwischt. Sind denn die ganzen Viecher hin? Na egal. Weggeschwommen. Das ist einfach zu eng zum Kämpfen. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man nicht dahin kommt, wo man hin möchte, ne? Aber zu eng? Warte mal, bis dein Hai größer wird. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist auch kein Problem, immer in die Rohre rein und raus zu schwimmen. Oh, wenn ich das mal richtig sehe. Zuckel hat es geschafft, nach 7 Tagen sich in Steamer abzumelden. Wahnsinn. Oh, ATS hat schon wieder ein Update. 71,6 MB. Was ist denn da jetzt passiert? Ja, das ist das Einzige, was SCS leider nicht mal hingekriegt, auch auf Steam-Mächte. Du willst dann die Patch Notes angucken? Ja, nö. Und du, ist nichts. Existiert nicht mehr. Ja. Ich finde zum Beispiel, ich würde gerne nachgucken, was sie geändert haben, dass ich mich drauf einstellen kann und mal nachgucken kann, ob es jetzt funktioniert. Ja. Da oben fahren ja sogar Autos. Nice, das ist ein realistisches Szenario. Der Hai hüpft anhand, um die Menschen zu fressen. Ich bin kein Ornithologe, aber ich denke, es ist wahrscheinlich keine gute Idee, gesagt, der Mensch, der hat voll Futter und der Hai nimmt sofort den ganzen Menschen. Ich meine So, was haben wir denn noch für schöne Aufgaben hier? Ganz viele Fragezeichen. Ja, genau, das Gitter ist ausgewachsen, ist klar. Das war nämlich das, wo wir gerade drin waren. Ja, richtig. Wobei, das finde ich dann auch wieder Käse, wenn sie die schon sagen, hier kommst du als Jugendlicher durch. Ja gut, es hat ja einen Grund, du sollst ja nicht sofort alles sofort haben, sondern du sollst dir das erarbeiten. Deswegen ist ja dann auch ausgewachsen. Das heißt, du hast ja einen Grund, dich voranzutreiben. Ja, aber wow, und das ist auch schon komisch, dass sie dich vorne reinlassen, dann kommst du nicht weiter, ne? Und dann können sie dich auch gleich da rauslassen. Aber wer weiß, was für wie viele bösartigen Tiere oder Taucher oder sonst was da noch. Globus reagiert sofort mit einer Vergeltungsmaßnahme. An manchen Stellen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Warum? Ja, weil da war nichts und da wird auch nie was sein. I see something.
Guck, jetzt haben wir es geschafft. Und die Heimsuchung des Sumpfes. Bayou Willy. Da ist mein erster legendärer Jäger. Ja. Da schaltest du mit, wenn du den jetzt hast, endlich neue Zähne frei. Bioelektrische Zähne oder wie das war. Wenn du dies dann hast, wo du den Tier da drin komplett verwandeln kannst, dann hast du einen Set-Bonus und sonst halt alles. Ja, ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Weil du tust ja den Gegner dann paralysieren. Ja, neue Evolution. Das ungünstige Wesen ist das des Heimreichens provoziert die Bürger von Port Clovis noch mehr. Das bioelektrische Revolutionsset erzeugt Elektrizität und betäubt Ziele in der Nähe. Außerdem ist es nützlich gegen alle Feinde, besiegte Kopfgeldjäger und um alle Teile des Sets zu sammeln. Das habe ich auch, bis ich bei der True Quest drüben war, auch bis dahin komplett genutzt. Ist auch eins der besten Sets. Jetzt sind eigentlich nur noch die Gegner weg und dann kannst du deine Gott aussuchen. Ja, und jetzt muss ich mal eben kurz Pause machen. Okay. Okay, das war nur der Anruf, dass sie wünschen, dass ich die Klimaanlage anmache bei den Kindern. Damit sie länger läuft. Ist doch gar nicht so warm. Oh, aber du da vergisst eins, Patrick. Wir haben Dachschräge, zweite Seite, Sonne. Die ja, Sonne, gut, Dachschrägen kann ich verstehen. Die Sonne kachelt die ganze Zeit da drauf durch die Fenster, das erhitzt sich. Und selbst ich habe hier auf meinem Thermometer... Und die Fenster dann zu? Ich habe das Fenster auf, aber hier ist ja, habe ich immer gesagt... Ja hier gut, ist ja aber bei den Kindern oben nicht, ne? Ja, nee, oben sind die Fenster zu, Thermometer, aber heizt trotzdem auf durch die Dachschräge, ne? Ja, richtig, klar, richtig. Unten der Wintergarten. Und hier ist das Problem jetzt, ich habe bei mir, wo ich sitze, auch 28,2 Grad und unterm Tisch, da wo der Computer steht, 32 Grad. Ist noch mehr, das macht der Rechner, genau. Eben, deswegen, also es ist schon warm, ne? Aber oben ist es wirklich zum Schlafen warm. Ich bin sofort wieder da. Ja, erzähl ruhig. Nee, mach ich gleich, wenn du wieder da bist. Okay, ist ja schnell gemacht. Eben. So, das war besser als erwartet. Der Griff ist zwar total heiß von dem Fenster gewesen, aber es waren so 26, 27 Grad oben. Das ging noch. Das geht ja noch, ja. Ah gut, aber das kühlen wir jetzt ein bisschen runter, dann können sie gleich vernünftig schlafen. Nee, was ich eben sagen wollte, was ich zum Beispiel vermisse, ist von meinem alten Rechner, diesen FX-Prozessor, ne? Im Winter brauchte ich keine Heizung, weil der Rechner so viel Wärme verursacht hat, dass ich hier ohne Heizung sitzen konnte. Ja. Das kommt davon, wenn man versehentlich auf A drückt. Jetzt habe ich gesagt, zurück. Fische, die höher in der Nahrungskette stehen, aber sind ist kein in der Lage, Problem. Dadurch bin ich ja immer Gewässer zu durchqueren. Genau. Ist ja Steuerkreuz links sofort. Ja.
Aber das Geile war, ich bin ja nur rausgesprungen, um einen der Jäger zu erwischen und habe sofort den Anführer erwischt. Hm. So, da haben wir's. Evolution, bioelektrische Zähne. Genau, einmal verleiht dir Blitzzähne, wodurch du bei jedem deiner Bisse eine elektrische Ladung freisetzt. Kannst sogar schon verbessern. Ja. Y, ne? Genau. Wobei, ja, warte mal. Andererseits könnte ich, jetzt habe ich auch genug, um den Körper zu verbessern. Was wir natürlich viel mehr, da stehe ich nämlich viel mehr drauf, anstatt da diesen, weil dann kriege ich ja mehr fette Proteine, dann kann ich schneller leveln. Ja, okay. Solange ich den Tigerheilkörper jedenfalls nutze. Hm. Oh, guck mal, jetzt brauche ich auf einmal das Blaue. Genau. Ja, das ist cool. Die habe ich nämlich auch fast komplett zusammen. Na, jetzt kannst du nochmal gucken, wie viel Gelbe hast du, das sehe ich leider nicht. 5600, ja, habe ich clever verdeckt mit meinem Schriftzug, ne? Ja, so ein bisschen. Aber macht ja nichts, macht überhaupt nichts. Muss ja so ein bisschen Geheimnis bewahren. So, und 8000 bräucht man, da fehlen mir. Du kannst aber bei den anderen Organen noch was zu ausrichten. Da habe ich aber nichts. Ne, hast du nichts? Nö, noch da nicht. Na, das okay. Sind nur Plätze, aber ich habe dafür noch nichts. Aber das Gebiss macht ja schon mal ein bisschen was. Ja, sehe ich das richtig? Ich stehe kurz vor Level 9. Guck mal, der Balken ist fast voll. Ja. Und ich bin schon 2,4 Meter groß. Nix da mit 1 Meter 1 oder sowas? Ich weiß gar nicht, wie groß mein Hai ist, müsste ich mal nachgucken. Aber 2,4 schon krass. Ist groß ja. Halt sein Mensch. Jetzt muss ich da nochmal hinschwimmen, glaubst du es? Ja, gut. So, aber den ersten Jäger habe ich erwischt. Das ist schon mal schön. Naja, das sind die. Töte 10 Zackenbarsche. Hier ist nochmal was. So ein Mist. Mülldeponie, Zimbarakur. Zerstöre das Ziel. Ja, okay. Manchmal siehst du auch schon bei den Quest-Dinger, wenn du durchgehst, was du für Teile freischalten kannst. Nicht nur die Mutagene da unten alle, aber auch noch solche Sachen für Körper und sonst was alles. Ja. Ja, hier. Schattenzähne zum Beispiel. Ja. Die habe ich zum Beispiel auch noch nicht frei. Atomarer Kopf. Warte mal, was war das denn da eben? Atomarer Kopf ist die Insel drüben, da kommst du noch nicht hin. Ja, ja. Was denn das hier? Top Secret? Das ist etwas weiter oben. Achso, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, irgendwo hattest du zwischen den Schatten und der atomare Kopf war irgendwo noch was. Ja, hier sind Schattenzähne. Da war es auch. Proteinverdauung. Ja. Ja, ja, da sind noch genug Quests, ja, die man angehen kann. Proteinverdauung wird dir noch helfen. Ja, das sind ja diese, da sind Organe. Ja diese Eiflisch, genau, da sind noch. Da decke ich erst die Fragezeichen. Also wenn du jetzt auf der Karte guckst, ganz unten rechts, wenn du ganz nach unten rechts hingehst, da hast du dann den Übergang für die True Quest, wo die atomaren Zähne herkriegst. Ja, aber da muss ich noch ein bisschen stärker werden. Genau. Ja, so, Fragezeichen aufdecken oder, ja komm, ich gehe mal, das ist eine Story Quest, ne? Ja, würde ich machen. Hast du. Genau. Also am wichtigsten sind immer die Ausrufezeichen und die, wo die Haiflosse dran ist. Die ganzen Fragezeichen, die kann man so nebenbei, wenn man größer wird, auch noch machen. Ja, muss ja hier sowieso wieder hin zurück. Aber aufdecken ist erstmal wichtig. Ja, das beim Schwimmen, ja, wenn ihr bei immer den Scanner drücken. Der scannt ja nicht nur die Gegner, sondern alles, was ihr macht. Ja, das ist ein Tonus-Krokodil. Wir haben noch einen Tonus. Aber merkst du schon die Zähne? Das ja. Macht schon was aus, ne? Danke, kleiner. Ich gehe jetzt den Alligator von hinten an, da kann ich noch mal richtig gut. Erst Abstand nehmen, das ist besser.
da hast du jetzt richtig die Blitze fliegen sehen. Da habe ich ein paar gesehen, den Gegner in der Mauer. Einfach nur mit dem Krokodil auszugehen. Dieser ist ja doch der runter auf die Stelle und dreht sich. Level 9. Dieses Aufeinandertreffen der Primitiven endet mit einem resoluten Sieg für den Hai. Ja, ja. Das war doch schon mal gut. So, das ist auch praktisch, dass der Albino freundlicherweise vor meiner Hütte quasi war. Dann kann ich nämlich sofort zurück in meine Höhle schwimmen hier. Oh. Und wenn so ein Mann an WoT spielen, oder? Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort. Ah, da haben sie es gesagt, das Haiweibchen. Ich weiß nur, dass er sich gestern Abend halt, wie gesagt, beschwert hatte. Warum? Ja, weil er halt dann um 9 Uhr ausmachen musste, ne? Ja, ja, klar, aber gut, das ist dann nochmal so. Ach, wir haben gar nicht die 8000 zusammen. Ich dachte, der hätte die 8000 jetzt. Oh, macht nix. Und die 14000 auch knapp nicht. Egal. Blau und gelb. Oh.